Hallo Leute, es ist immer wieder Zeit für einen neuen Part Let's Play Yu-Gi-Oh! Und dieses Mal bin ich ganz gelassen, ich werde mich versuchen diesmal nicht aufzuregen. Mal schauen, ob ich es schaffe, ich bin echt gespannt, ob ich es schaffe, mich nicht aufregen zu lassen. Gut, hier ist erstmal dieser alte Kerl namens Rex Goodwin, der mich sowas von nie in diesem Let's Play genervt hat mit seinem schönen Gequatsche. Ach, ist das schön, sich einfach mal bequatschen zu lassen von diesem alten Herrn. Bla bla bla, vorspulen. Oh. Und schon war ich ein bisschen unhöflich. Aber das... So, hier sind wieder unsere... herzallerliebsten vier Zwillingsbrüder. Gegen die wir schon sehr oft verloren haben, weil wir nicht dazwischen speichern können. Ach, ist das schön. So, fangen wir mal an. Und ich bin gespannt, wie lange ich das halten kann. Und er spielt seinen Paladin und setzt eine verdeckte. Ja, kennen wir ja aus den letzten zwei Parts, wo wir gefällt haben. Wir können überarbeiten spielen, bringt aber nichts. Die ist gut. Die ist gut. Also, wenn man die aktivieren kann, der Gegner keine Zauber und Fallenkarten von uns zerstören, glaube ich, bis wir wieder dran sind, ne? Die ist nicht schlecht. Gut, dann spielen wir erst einmal einen auf Verteidigung, indem wir die in Angriffsposition spielen. Ach, wie schön, meine Lieblingsfallenkarte. Die mich sowas von gar nicht aufregt. Ich setze einfach mal meine Falle verdeckt und ja gut. Er zerstört die einfach auch mal und unser Feld ist leer. Ach, ist das schön. Auf sowas habe ich mich schon immer gefreut, dass er mich zweimal direkt angreift mit zwei 1700, also mit einem 1700er und einem 1900er Pokémon Monster. Nun gut, also wir einfach wieder mal dran, ist ja egal. Wir spielen erst einmal die hier, um uns zu verteidigen. Setzt alle seine Mods in die Verteidigung. Und wir setzen unser Michaelschen verdeckt und spenden unseren Zug fürs Erste. Und schauen, was er jetzt so versucht für das, für ein Zug, so für Züge. Er spielt Zombie-Welt, alle Monster auf dem Friedhöfen und auf dem Feld werden Zombie-Monster. Und er spielt ein weiteres Monster verdeckt. Nun gut, jetzt sind wir wieder dran. 7 Pikachu, jetzt können wir unsere Lebenspunkte erhöhen. Und uns, ja, angreifen kann uns ja nicht, weil wir haben ja die Zauberkarte dagegen. Wir können jetzt seinen Mezuki zerstören, allerdings könnte er dann vielleicht ein Monster von seinem Friedhof zurück spezial beschwören. Und das ist ein bisschen ungünstig. So, ich gehe mal davon aus, dass seine Zombie-Monster keine hohe Verteidigungskraft haben und greife seine Pyramidenschildkröte an. Die mehr Verteidigungspunkte hat als unser Monster Angriffspunkte. Aber weil es jetzt so ist, spielen wir jetzt einfach mal aufschlagen. Es wird seine Pyramide zum Einstürzen bringen. Und beenden unseren Zug. Und je mehr Monster wir auf dem Feld haben, desto mehr Lebenspunkte bekommen wir. So, er spielt Karte sicher in Rückkehr. Er kann immer eine Karte ziehen, wenn er ein Monster von seinem Friedhof spezial beschworen wird. Wir ziehen jetzt einmal eine Monsterfalle und eine Zauberkarte auf der Hand. Wir kriegen wieder Lebenspunkte, haben wir gerade bekommen, genau. Spielen wir Michaelschen verdeckt. Dann haben wir ein zweites auf dem Feld. Und beenden unsere Runde. Oder sollen wir sein Mezuki zerstören? Ja, machen wir es einfach mal. Wenn er ja ein Monster spielt, irgendwie haben wir immer noch die Fallgrube. Aha, Spiegelkraft, eine schöne Karte. Die jetzt unser Monster zerstört. Und ihr merkt, ich kann es ziemlich gut mit dem nicht aufregen. Fragt sich nur warum. Er spielt Buch des Lebens, entfernt unser Pikachu aus dem Spiel und beschwert seine Pyramidenschildkröte nochmal zurück, die wir vorher mit aufschlagen. Auf den Friedhof gelegt haben und er spielt ein weiteres Monster verdeckt und eine verdeckte Karte. Und ich komme gar nicht mehr nach mit dem Erzählen. So, wir sind dran. Ziehen. Schwerer Sturm. Nee, ich lass mal schwerer Sturm noch. Ich spiele jetzt einfach mal die hier.
um uns vor Zauber- und Fallenkarten zu schützen fürs Erste. So, er spielt Kreaturentausch, ist ein kluger Zug. Er wird uns seine Pyramidenschildkröte geben. Oder was hat er uns gegeben? Ja, Pyramidenschildkröte, ganz wie ich es mir gedacht habe. Wenn es jetzt zerstört, kann er wieder Cocky beschwören. Ja gut. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir holen jetzt spielen jetzt mystischer Wok auf die Pyramidenschildkröte, die er uns gegeben hat. Und erhöhen unsere Lebenspunkte um die Verteidigungskraft der Pyramidenschildkröte um 1400. Mit freundlichen Grüßen von dem Gegner. Dankeschön. So, Endphase. Und er ist wieder dran. Ja, was macht er? Ich glaube, er passt da. Er macht nichts. Ja, doch, er macht's. Er ist jetzt ein Monster verdeckt. Eieiei. So, jetzt bin ich wieder dran. Und jetzt gehen wir mal Amok. Ich greife an mit Michaelchen. ja, schaden wir einfach mal ihm seine Lebenspunkte und jetzt kommt Ryokyu meine ich. Ryokyu ist ja sein Ding, ne? Halbieren die Angriffspunkte von seinem komischen Drachen und geben sie unserem Michaelchen. Und zerstören seinen Drachen. Zack! Ein Drache wurde von einem Häschen besiegt. Oh mein Gott. Endphase. Mit diesen Karten kann man den Gegner gut humiliaten. Er spielt Landform, holt sich eine weitere Zombie-Welt auf die Hand, obwohl er schon eine auf dem Feld hat. Naja, es soll verringern, dass also soll die Chance erhöhen, dass er eine gute Karte von seinem Deck zieht. Ja, er flippt sein Monster. Kann aber nicht angreifen, weil unsere Zauberkarte auf dem Spiel liegt. Ah ja, finstere Triceratops. Können wir leider nicht beschwören. Fragt sich nur warum, keine Ahnung. 6 Sterne, die müssen wir doch eigentlich spielen können, oder? Komisch, komisch, naja. Irgendeinen Effekt wird schon haben, aber ich spiele jetzt mal schwerer Sturm, das wird alles wieder entfernen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Da habe ich das Pech gehabt, so. Jetzt können wir ihn aber spielen, ja, das muss irgendein Zauber- oder Fallenkarte gewesen sein. Ich glaube mal, dass es Zombie-Welt war. So, der Finstere Triceratops geht durch Verteidigung. Und das heißt, wir sollten jetzt ein Monster mit einer höheren, niedrigen Verteidigungskraft angreifen. Ich weiß, dass es Michaelchen ist. Wie fährt Michaelchen? 100. Greifen wir Michaelchen an. Er kriegt 2300 Schaden. So, jetzt sind die Lebenspunkte wieder ausgegangen. Wir kriegen zwar 500 durch unsere eigene Karte, aber egal. Aber egal, wir können ein zweites Monster vom Friedhof holen. Genau, das war ja unser eigentlich, ne? Unser eigenes Monster. So, Endphase. Jetzt ist er wieder dran. Und er spielt seine zweite Zombie-Welt. Hat keine Auswirkungen mehr auf unser Monster, weil wir haben es ja gerade beschworen. Also, ist es egal, ob es auf dem Feld hat oder nicht. So, was macht er? Er greift unser Michaelchen an, nehme ich an, oder? Ja, macht er. ja. Gut, er kriegt 500 Schaden wieder. Als Belohnung. Wir können keins mehr spüren, beschwören, weil schon alle unsere Michaelchen auf dem Friedhof leider schon legen. Ei, Verwandlungskrug. Die können wir uns für kritische, für böse Zeit aufheben, sag mal so. So, greifen wir uns den Verdecktes an. Hat 800 Verteidigung. Er kriegt 1600 Schaden und hat nur noch 3100. Na gut, er hat mehr Monster auf dem Feld, aber wir haben nur ein einzelnes. Und wenn dieses einzelne zerstört wird, haben wir ein ziemliches Problem. Soll ich den spielen oder soll ich den noch auf der Hand behalten? Ich glaube, ich behalte mal auf die Hand. Wir haben ja eh nichts zu verlieren bis jetzt. Er holt sich ein Monster von seinem Friedhof. Nämlich seinen komischen Paladin und beschwört gleichzeitig eins von unserem Friedhof, weil die ja Zombie-Monster sind. So, er opfert unser Häschen. Oh nein, das ist nicht gut. Und holt sich Ryokoki. Wir hätten doch Verwandlungskrug verdeckt setzen sollen. Weil jetzt macht er einen Doppelkill. Kann uns aber gleichzeitig mit seinen anderen Monstern die Lebenspunkte auslöschen. Und das heißt, wir würden verlieren.
Naja. Oder? Haben wir noch? Ja, cool, wir überleben sogar noch. Haben wir Glück gehabt. Juhu, wir haben überlebt, juhu. Erstmal ausschnaufen. Ausschnaufen. Shinzo 7 bringt uns gerade nichts. Gut, dass wir den Verwandlungskuck auf der Hand haben. Für den wir uns für finstere Zeiten haben. Der, was jetzt auch eine ist. So. Ja gut, er holt sich ein weiteres Monster, das er opfern kann. Oder opfert das? Nein, er opfert es nicht. Er greift an. Okay. Danke, dass er unser Michaelchen zurückgeholt hat. Jetzt wird es wieder zurück an unser Deck gemischt. Dankeschön. Okay, und er muss jetzt 5 Karten spielen, die Stufe 4 oder niedriger haben. Und alle anderen kommen auf seinen Friedhof. Auch die, wo es Stufe 5 oder mehr haben. Ah gut, mystischer Raum davon. Oi. Wow, das sind richtig gute Karten, was er da hat. Na gut, jetzt kommen halt eine Menge von unseren Karten. Na gut, wir haben keine. Da haben wir halt Pech gehabt. So, jetzt sind wir dran. Und ich rege mich nicht auf. Sondern spiele ganz gelassen weiter. Und setze Shinzo 7 verdeckt, weil die Angriffskraft ist nicht gerade besonders hoch, als dass ich angreifen müsste. So, er ist dran. Er spielt seinen Goblin-Zombie. Und deckt seine Karten auf, die Morphing Ju 2 vorhin aufs Feld gelegt hat. Synchronisiert seine Monster zu Hades, meine Lieblingskarte. Jetzt kommt meine Lieblingskarte namens Zwangsevakuierungsgerät. Und bringt seinen komischen König wieder in sein Extra-Deck zurück. Ja gut, er kriegt noch einen Paladin auf die Hand, aber das ist mehr Latte momentan. Ja gut, er holt ihn sich wieder und synchronisiert die ganzen Monster nochmal zu einem... Oh, verdammtes Kaiserdrachen. Und er beschwört sich... Ja gut, also, das haben wir verloren, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Im Part, also im nächsten Abpart, ab dem 5. Part, wenn wir hier weiter so fällen, benutze ich Cheats. Ich habe mir das ja auch schon... Die Codes habe ich mir dafür schon runtergeladen, also getestet habe ich es noch nicht, aber ich glaube schon, dass sie funktionieren. Nun gut, dann versuchen wir es einfach nochmal. Oder ich versuche es dann noch einmal mit meinem... Ja genau, ich mache es dann so. Weil, das ist ja eh unser letztes Ding, wo wir mit dem normalen Duell Deck spielen, also, ja. Das sind unsere letzten Duelle, wo man mit dem normalen Duell-Deck spielt. Das heißt, ich werde, wenn wir weiter so fällen, mal ein richtiges Deck einbauen. Und dann werde ich einen Cheat verwenden, das immer unsere Lebenspunkte auf 100, immer unsere Lebenspunkte auffüllt. Auf diese Art können wir gar nicht verlieren. Außer durch letzte Counter, aber sie hat niemand in seinem Deck. Oder, doch, der letzte hat vielleicht diese Tafeln in seinem Deck. Die könnten vielleicht ein Problem werden. Aber, wenn das der Fall ist, dann werde ich halt einfach, alles vorspulen und dann bis zu der Stelle und dann werde ich Start, also einen Gewinn-Sheet eintippen und dann müssen wir das schon gewinnen. Dann kommt das letzte Duell gegen den König und dann haben wir das Spiel auch schon fertig gezockt. Ein langes Projekt war es auch, muss ich zugeben. Es war, wann habe ich es angefangen, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube so September habe ich es angefangen. Sieht man, wie wenig da ich daran gearbeitet habe, das wie viel Parts sind es denn bis jetzt? Ich glaube, das müsste der 30. Part mittlerweile sein. Halbe Stunde. Aber es war ein recht erfolgreiches Let's Play. Und ja, danke dafür. So. Das Feld ist jetzt leer, keine Monster sind auf dem Feld. Dann spiele ich einfach mal Pikachu, um unsere Lebenspunkte wieder aufzufrischen und setze eine Falle verdeckt namens Fallgrube und greife ihn einfach mit unserer Pikachu direkt an. Zack, er kriegt 1200 Schaden. Und wenn wir unsere Feuerprinzessin noch im nächsten Zug spielen, kriegt er noch mehr Schaden. Und zwar nicht durch Kampf, sondern durch Effekt. Also gut, Pyramidenschildkröte, da sage ich nur eins. Fallgrube! Fallgrube funktioniert bei Spezialbeschwörungen nicht, funktioniert bei normalen. Das heißt, wenn er angegriffen hätte, hätte er Real Cookie Spezialbeschwörung, dann hätte man die Fallgrube nicht einsetzen können. Bei der Bodenlosen geht es aber. So, wir kriegen wieder Lebenspunkte, juhu, im Wert von 400.
Und jetzt spielen wir unsere Prinzessin. Und greifen die mit beiden Monstern direkt an. Hat man, glaube ich, noch gar nicht im Verlauf des Let's Plays, dass wir mit zwei weiblichen Monstern angegriffen haben, oder? Und meine Maus hat sich gerade ausgesteckt, ist wieder drin. Das passiert manchmal, ich muss mir mal eine neue besorgen, die hakt in letzter Zeit ein bisschen. Ist mir aber im Let's Play noch nie passiert. Komischerweise bis jetzt. So, er spielt Blitzeinschlag, einer meiner Lieblingskarten. Besonders wenn man sie gegen mich einsetzt. Und er spielt den Paladin, greift uns direkt an. Gut, dann aktivieren wir unsere Mauer und zahlen diesmal 3000 Lebenspunkte. Und jetzt kommt mystische Raum davon, oder? Ne, doch nicht. Haben wir Glück gehabt. Und jetzt verteidigen wir uns fürs Erste. Und zwar spielen wir unsere DN-Angriff. Okay, eine meiner Lieblingskarten schon wieder. Das heißt, er hat zwei meiner Lieblingskarten innerhalb von zwei Zügen gespielt. Ach, wie schön. Naja, da ich nicht riskieren will, dass unsere zwei verdeckten Karten zerstört, spiele ich die Zauberkarte erst einmal und beschütze unsere Karten. Egal was er macht, er braucht ein Monster mit 3000 oder mehr Angriffspunkten, um unsere Lebenspunkte Schaden zuzufügen. Und er hat bestimmt kein Effektmonster in seinem Deck, so wie wir. So, jetzt sind wir wieder dran. Michaelsen kommt uns gerade gerecht, um uns zu verteidigen. Ist die gar nicht so ungünstig. Und dann Endphase, so. Und wenn er sich mit dem Drachen, unserem Michaelsen, zurückholt, spielen wir Zwangsevakuierungsgeld und wir haben ihn wieder auf unserer Hand. Ja gut, er will eine Synchro. Keine Tetris, hat man heute schon mal. Und ich habe mich aufgeregt, aber durch Tetris, nicht durchs Spiel. Na gut, jetzt kommt eine Synchro. Er kriegt wieder eine Karte auf die Hand. Das ist die Kombination seines Decks. Er ruft sich mein Lieblings-Synchro-Monster. Und kann nicht angreifen. Allerdings werde ich jetzt Folgendes machen. Und zwar gebe ich ihn sein Hardest wieder in sein Extra-Deck zurück. Und sage, Pech gehabt. So, wir haben wieder eine Feuerprinzessin gezogen. Dann greifen wir ihn einfach an. Wenn er schon ein leeres Feld hat, nutzen wir das auch gleich zu unserem Vorteil. Und er verliert 1300 Lebenspunkte, hat damit nur noch 3000. Das sind 2400 Lebenspunkte weniger als wir. So, er spielt Mezuki, eines meiner Lieblingsmonster wieder. Also ich mag das Deck, was er hat. Ich bin richtig begeistert, was der da alles für Karten hat. So, und jetzt da, naja, angreifen kann er ja nicht, ne? Da können wir unser Monster ruhig in Angriffsposition halten, aber egal, die Verteidigungskraft ist höher als die Angriffskraft. Deswegen lasse ich es jetzt in die Verteidigung switchen und warte erst einmal ab, was wir noch Neues ziehen. Weil vorerst können wir nichts anderes machen als, ja gut, jetzt kommt wieder seine klassische Kombi. Wir können wählen, was für ein Monster wir ihm geben. Wir nehmen Michaelschen. Weil die nicht so wertvoll ist wie unsere Feuerprinzessin, die ihnen immer Effektschaden zufügt. So, jetzt haben wir heimliche Vogel. Damit können wir seine Lebenspunkte in drei Runden auslöschen, wenn er unsere Mauer nicht zerstören sollte. Die setzt jetzt in die Verteidigung, damit wir noch eine heftigere Verteidigung haben, als wir sie jetzt schon haben. So. Na, was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Er bietet ein Monster als Tribut an und ruft sich den rotäugigen Zombie-Drache. Ich weiß, er hat 7 Sterne, aber den kann man mit einem Tributmonster opfern, wenn das geopferte Monster vom Typ Zombie ist. So, was macht er jetzt? Er holt sich irgendwie sein Ding runter, keine Ahnung, was für ein Effekt es gerade war, aber ist ja auch egal. Er kriegt wieder eine Karte und frischt damit seine Hand auf. Angreifen kann er ja nicht, weil unsere Mauer das verhindert. Aber im nächsten Zug wird er 1000 Lebenspunkte und zwar sicher verlieren, indem wir einfach unseren heimlichen Vogel aufdecken. Das fügt ihm 1000 Schaden direkt zu und wieder in die Verteidigung. So, jetzt setzen wir ein zweites Mechanismus verdeckt. Er hat ja schon eins. Wir könnten es sogar angreifen. Ich glaube, das mache ich sogar. Und greife ihn mit unserem Monster an. Also mit seinem Monster greifen wir jetzt unser Monster an. Zack. Und wir können eins von unserem Deck beschwören. Aua, 500 Schaden. Heftig. Naja, egal. Wir kriegen jetzt eins wieder aufs Deck. Ich spiele mal, damit es nicht
langweilig wird. So, jetzt beende ich mal den Zug. Und er hat noch zwei Runden, um unsere Mauer zu zerstören oder wenigstens um unseren heimlichen, himmlischen Vogel zu zerstören. Ja, okay. Gut, das ist gut, dass es gemacht hat. Das hat unsere Falle platt gemacht. Das heißt, ich muss jetzt die andere Falle spielen, damit unsere Monster nicht platt gemacht werden von dem Ansturm seiner heftigen Monster. Was macht er so? Holt sich ein Monster von unserem Friedhof durch den Effekt seines Drachens. Weil es jetzt, weil es ein Zombie-Monster ist, kann er das machen. Und es hat ein weiteres Monster verdeckt. Aber egal, wir haben jetzt gewonnen. Und zwar haben wir zwei Mechanismen verdeckt. Die fügen ihm jeweils 500 Lebenspunkte zu. Also insgesamt 1000. Und wir haben noch den himmlischen Vogel. Der fügt ihnen auch noch 1000 Punkte zu. Also würden wir das Duell genau gewinnen. So, 1000 Schaden. Hier noch einmal. Nehmen wir mal, ja, hier bitteschön, als Geschenk. Und hier nochmal. Und es beendet das Duell. Obwohl er die stärksten Karten, also die stärkeren Karten auf dem Feld hat, gewinnen wir das Duell. Zu unseren Gunsten. Juhu. Und ich habe es geschafft, mich jetzt aufzuregen. Ach, wie schön. Außer bei der Tetris-Musik, aber die zählt nicht. So, 9 Minuten ist noch Pflichtaufnahme für uns, also für mich quasi. Ja, kalte, gefrorene Welt hat er. Nun gut, setze ich die Kriegerin verdeckt, um uns zu verteidigen. Eine reicht, zwei werden ein bisschen zu übertrieben. So, Endphase. Na, was macht er? Er spielt Umiroka, war zu erwarten, die spielt er immer als erstes. Na gut, er hat 6 Feldzauber auf dem Feld, glaube ich. Also in seinem Deck, meine ich. Weil die anderen sind Feuchtgebiete und die anderen drei sind Umiroka. Okay, er greift unsere Didikriran an, das mag ich leider nicht. Deswegen zurück auf die Hand mit einem Sorry dafür, aber es muss so sein. Und er hat seine Beschwörung verschwendet. So, jetzt sind wir wieder dran. Wir spielen finstere Triceratops und bieten unsere Didikriegerin als Tribut an. Ah ja, wie schön. Genau diese Falle habe ich erwartet. Aber trotzdem wollte ich sie spielen, weil ich dachte, dass er sie doch nicht hat. Naja. Naja, das ist Yu-Gi-Oh! Man muss immer mit dem rechnen, mit dem Schlimmsten rechnen. Also wenn ein Spiel ist schon recht fies aufgebaut, dass immer etwas passiert, was man nicht, überhaupt nicht will. So, wir sind dran. Aber es wird sich in Part 5 ändern. Also Part 5 weiteren dieser asozialen Stelle. So, zerstören wir sein Monster durch den Effekt. Er kriegt 2000 Schaden, aber die werden wir ihn sofort wieder abziehen durch unsere Meerjungfrau. Die 2000 Angriffspunkte hat durch seine eigene Feldzauber. Dankeschön. So, zack. Er hat nur noch 7000, hat aber immer noch mehr als wir. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das insgesamt schaffen, weil spätestens beim Urteilsdeck werden wir verkacken. So, er entfernt seine Karte, damit die Angriffskraft unserer Meerjungfrau sinkt. Und er beschwört, spielt Feuchtgebiete, seine zweite Feldzauberkarte. Das erhöht alle Monster. Ja, habe ich glaube ich schon im letzten Part erklärt. So, die wird unsere Lebenspunkte auffüllen. Ja, die eigentlich auch. Aber unsere Falle ebenfalls. Weil die erhöht die Angriffskraft des angreifenden Monsters um unsere, also für unsere Lebenspunkte. Das heißt, wenn er mit einem 3000 Angriffspunkte Monster angreift, kriegt 3000 Lebenspunkte. Und der Angriff wird sogar noch annulliert. Das ist eine echt schöne Karte. Na gut, er hat sein Pinguin gespielt, aber egal. Gibt ihn zwar auf unsere Hand zurück, unsere Meerjungfrau. Allerdings können wir sie eigentlich wieder beschwören, weil wir haben ja in dieser Runde noch keine Beschwörung vollgezogen. So, er ist dran, es leckt bei mir ein bisschen komischerweise. Hoffentlich ändert sich dann. Er holt sich seine zwei Monster wieder vom Friedhof zurück, inklusive seinen Pinguin-Soldat. Und ja, er spielt den hier mit 2000 blablabla Angriffspunkten. Kann von mir aus angreifen, wir haben ja unsere Entkräftigungsschildfalle, die wird unsere Lebenspunkte erhöhen. Dankeschön! Und zwar um 2500. Hätte ich nicht erwartet, dass wir so eine große Angriffskraft in diesem
Duell beim Gegner haben werden, aber doch, doch, hat sich schon gelohnt. So, wir kriegen wieder Lebenspunkte, juhu, ich freue mich. Lebenspunkte sind immer gut. Zwangsevakuierungsgerät wieder und geben seinen Monster auf die Hand zurück. Und wenn das beschwört, kommt die Fallgrube. Und es landet wieder auf dem Friedhof. Alter, also, keine Ahnung, warum es jetzt bei mir so leckt, kann ich jetzt sagen. Oh, kann ich doch, ich habe Fraps nebenbei offen. Viele Orte habe ich offen, ICQ habe ich offen, Steam habe ich offen, kein Lohn, das ist leckt. Naja, egal, die Aufnahme dauert höchstens 5 Minuten nur noch. Ich glaube, die kann ich gleich beenden. Moment, ich mach's mal schnell. So, Steam beenden. Beend mal schnell ICQ, Moment. Zack. ICQ verbraucht den meisten Speicher. Also Arbeitsspeicher. So. Word habe ich oben, weil ich habe vorhin ein Part hochgeladen. Na, jetzt. Hallo. Schließen. Gut. Zack, Ordner schließen. Haben wir noch etwas? Ja, Fraps schließe ich einfach mal auch. Zack. Okay, sollte ich nicht. Mache ich nie wieder in meinen Let's Plays, versprochen. So, Fire Princess. Jetzt greifen wir mit beiden Karten ihn direkt an. Und zack, noch ein Direktangriff. Bam! Ja. Ich glaube, das müssten wir gewinnen. Wir haben eine gute Chance zu gewinnen. Voraussichtlich, er spielt jetzt kein starkes Monster. Ich glaube, das müsste Pinguin-Soldat sein, den er sich vom Friedhof geholt hat, mit Reparieren. So, wir kriegen wieder Lebenspunkte, haben damit 10.000 und er kriegt Schaden durch die Feuerdings da. Pico. Damit wir ein Monster haben, das ihn direkt eingreifen kann. So, Pinguin-Soldat hat keine hohe Verteidigungs... Ach so, es war nicht Pinguin-Soldat, okay. Ha, gut, dass wir mit Pico angegriffen haben, weil diese Karte kann nicht mit einem Level 4 Monster zerstört werden. Ja, gut, haben wir Glück gehabt. So, dann greifen unsere zwei anderen Monster ihn direkt an. Jetzt haben wir sogar drei weibliche Monster auf dem Feld, ist ja witzig. So, falls einer von euch denkt, ich sei schwul, hat er sich jetzt geirrt. So, ja, gut. Jetzt werden wir gnadenlos in den Boden gestampft. Wie auch im letzten Part, nämlich jetzt werden wir verlieren gegen dieses Urteilsdeck, was jetzt kommt. Hätte nie gedacht, dass wir jetzt noch so weiterkommen und unser Lebenspunkt wieder auffischen können. Aber sehr schön, ja, das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich nicht aufrege. So bin ich besser konzentriert und kann bessere Züge vielleicht auch machen. So, ja, kann nicht angreifen, das weil es sein erster Zug ist. Und er hat schon ein Monster mit 1800 Angriffspunkten auf dem Feld. Das ist echt schlimm, was er da hat. Weil wenn er seinen Urteilswagen spielt, kann er unser ganzes Feld ownen. Das heißt, es wäre klug, wenn wir göttliches Urteil haben, die Effekt von Monsterkarten annulliert und sie zerstört. Das wäre ideal für dieses gegnerisch, also für das Deck des Gegners, gegen das Deck des Gegners, sag mal so. Die Mauer muss ich spielen, weil er angreifen wird, und zwar extrem. So, jetzt ist er dran. Er legt ein Monster auf seinen Friedhof. Es wird Wolf, glaube ich, sein. Bundeskanzler Wolf. Okay, ja, er spielt ihn. Ist ein 4-Sterne-Monster mit 2100 Angriffspunkten. Oh, ne, jetzt holt er sich seinen Urteilsdrachen, oder? Na, doch nicht. Ach ja, er braucht 4 Karten, um seinen Urteilsdrachen zu rufen, genau. Na gut, dann zahlen wir eben Lebenspunkte, um den Angriff abzuwehren. Ist abzuwehren ein Wort, ja. Irgendwie schon, ne? So, er legt Karten auf seinen Friedhof als Vorbereitung, um seinen Dingen spezial zu beschwören, sein Urteilsdrache. Dann spielen wir Aufschlagen. Zack, und zerstören seinen Rachen. Und jetzt kommen noch die hier, Moment, die hier. Den Netzer, wenn er seinen Urteilsdrache spielt, werden wir uns verteidigen können. So, wir spielen Picoro in Angriffsposition, um unsere Lebenspunkte wieder aufzufrischen. Und sicherheitshalber noch mystischer Wok, falls noch irgendwas passiert, mit was ich nicht rechnen sollte. Aber ich glaube, wir werden verlieren. Es könnte ein sehr spannendes Duell werden. Oh Mann,
Ja, er zieht eine Karte und entfernt zwei seiner Karten auf dem Friedhof. Eins ist klar, wenn er seinen Drachen auf dem Feld hat, ist alles vorbei. Dann kann er unser ganzes Feld zerstören. Und wir sind ihm hilflos ausgesetzt, wie im letzten Duell. Na gut, diesmal halten wir länger durch als im letzten Duell. Die Frage ist, wie lange hält es noch an? Wenn diese Karte fällt, haben wir ein riesiges Problem. Ich warte erstmal und frische meine Hand auf. Ach, ich hätte Picaro noch in die Verteidigungsposition setzen sollen. Ja gut, das kann er angreifen. Oder kann er? Kann er angreifen? Ja, kann er angreifen. Er kann angreifen. Verdammt. So, ja, er greift Picaro an. Würde uns Kampfschaden zufügen, will ich allerdings nicht. Es kommt mystischer Wach und wir bieten sehr viel Tribut an. Und erhöhen unsere Angriffs-, also die Angriffskraft, um unsere Lebenspunkte, die wir vorhin für magisch, ja, wir halt die für unsere Mauer halt geopfert haben, damit die auf dem Feld bleibt. So, er kriegt 500 Effektschaden durch unser Häschen. Häschen! Und wir beschwören einen zweiten Mechahäschen aus Feld durch den Spezialeffekt. Von mir aus kann er jetzt sein Urmaterial, sein Urteilsdrache spielen. Es ist mir jetzt vollkommen egal. So, ja gut, wir müssen uns verteidigen, deswegen Picaro erst einmal noch, damit wir eine Verteidigung haben. Ich warte jetzt, bis wir eine Karte haben, die uns schützen wird. Er spielt Nikyu Gardner. Kato annulliert einen Angriff, wenn diese auf dem Friedhof liegt. Und dann muss er halt aus dem Spiel entfernen. Die Karte ist nicht schlecht, darf man auch nur einmal im Deck haben. Also in 2010 dürfte man sie einmal im Deck haben. Wie es jetzt ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube allerdings, dass es zweimal war. So heftig ist die Karte eigentlich nicht. Oh, langsam gehen uns die Verteidigungsmonster aus. Das könnte schwierig werden. Jetzt spiele schon dein Urmaterial, dein Urteilsdrache. Bitte. Na gut, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt Verwandlung spielen. Wenn er seinen Urteilsdrache spielt, haben wir ein schreckliches Urteil. Und ich wette, es kommt jetzt. Ich wette. Na, wett mal. Na gut, er holt sich jetzt einen. Oh nein, die Karte, mit der Karte haben wir letztes Mal auch verloren. Ach gut, er zerstört mit dem Effekt. Genau hat es beim letzten Duell mit unserer, mit uns gemacht. Und es langsam fängt es wieder an, so zu werden wie im letzten Duell. Allerdings hat er nur noch 17 Karten in seinem Deck. Das heißt, wenn die Karten verbraucht sind, haben wir gewonnen. Aber ob wir so weit kommen, kann ich nicht sagen. Wir müssen jetzt entweder abwarten, uns verteidigen, bis der Gegner keine Monster mehr hat, die hier in, also bis er keine Monster in seinem Deck mehr hat. Oder wir, warum habe ich die jetzt gespielt? Keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt warten, bis sein Deck, bis der Deck tot geht, sag mal so. Und uns verteidigen, verzweifelt. Er spielt jetzt noch ein weiteres angriffsstarkes Monster. Das könnte echt schwierig werden, jetzt noch durchzuhalten. So, ich spule mal vor, weil jetzt kann uns zweimal direkt angreifen. Das senkt unsere Lebenspunkte rapide weiter auf die Null entgegen. Naja, so stark ist die Karte nicht, die wir gezogen haben, aber besser als nichts. Wir müssen jetzt quasi sein Stärkstes zerstören, weil wir sonst richtig was abkriegen werden. So, mich wundert, dass du keine Karten auf den Friedhof schmeißen muss. Und ich glaube, jetzt werden wir verlieren. Na, doch nicht. Wir überleben noch eine Runde. Aber jetzt brauchen wir eine richtig gute Karte. Ansonsten. Naja. Wenn wir Glück haben, überleben wir es noch. Ich glaube es allerdings nicht. Gut, dass er mit denen angegriffen hat. Weil sonst hätten wir das jetzt nicht überlebt, diesen Angriff. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir eine gute Karte ziehen. Ansonsten haben wir verkackt. Mal wieder. Na gut, die ist besser als die anderen. Aber die kommt nicht an der Angriffsstärke ran. Also an die Angriffsstärke des gegnerischen Monsters, naja, müssen wieder warten. Einen Angriff werden wir nur überleben, also diesen Angriff werden wir nur überleben, aber jetzt müssen wir eine gute Karte ziehen. Ansonsten werden wir das Duell genau verlieren, auf, und zwar genau auf 0 kommen. So, drück mir die Daumen. Diese Karte, die wir jetzt ziehen, entscheidet über das Duell und ob wir cheaten sollen. Okay.
zieht mit mir gemeinsam. Haltet am besten eure Hand auf eure Maus und drückt mit mir gemeinsam. 1, 2, 3. Dankeschön. Aber das ist noch keine Entscheidung. Das ist noch keine Entscheidung, weil er bräuchte nur ein Monster spielen und dann hätte er gewonnen. Mal schauen, das wird da richtig spannend. Wenn er jetzt ein Monster spielt, ist alles vorbei. Ach gut, wir haben Glück gehabt. Oh, wir haben diese Runde noch überstanden. Ja gut, wir haben wieder kein Monster gezogen. Wenn er weiterhin noch eins spielt, also eins zieht, haben wir trotzdem verloren. Aber wir können stolz sein. Wir haben bis zur 23. Runde durchgehalten. Okay, er setzt eine verdeckte Karte. Spielt er ein Monster? Nein, er spielt kein Monster. Das ist richtig spannend jetzt. Und diese Karte wird uns helfen. Mit der können wir uns retten. Für einen Angriff. Bis wir eine Monsterkarte gezogen haben, die uns richtig viel helfen wird. So, er spielt wieder kein Monster. Das wird richtig spannend. Er hat noch 9 Karten. Wir müssen uns richtig intensiv jetzt verteidigen, um durchzuhalten. So. Jetzt ist er wieder dran. Jetzt spielt er ein Monster. Aber die Karte, die er gespielt hat, die wird sein Deck zerstören. Das heißt, jetzt kann er nicht angreifen. Und er muss Karten... Was? Was ist der Effekt? Destroy and spell on trap card if you activate this. Oh man, muss ich machen? Oh ne, muss ich nicht. Ach egal, mach ich jetzt einfach mal. So, jetzt ist sein Feld voll. Eieiei, wenn er jetzt sein Monster spielt, haben wir verloren. Ich glaube, wir haben sogar verloren. Weil diese Karte können wir leider nicht spielen. Die hat zu viele Stellen. Ja, okay, er greift an. Okay, wir haben verloren. War aber trotzdem spannend. War trotzdem spannend, weil sein Deck hat nicht mehr viele Karten. Das ist der Schwachpunkt an seinem Deck. Dass er extrem schnell angreifen soll, also muss. Und der muss unsere Lebenspunkte schnell auf Null bringen, damit sein Deck auch richtig effektiv wird. Ja gut, das war's einfach mal. Morgen habe ich das Gefühl, dass wir es schaffen werden. Mal schauen, schaffen wir es mit oder ohne Cheats? Seid gespannt, morgen entscheidet sich's. Bis dann, Servus!